Jedes Mal bei unserer Demonstration haben wir erstmal Formalitäten, die wir abarbeiten müssen. Eine dieser Formalitäten ist, dass wir die Auflagen, die uns vom Ordnungsamt gestellt werden, beziehungsweise gewisse Auszüge daraus vorlesen müssen. Damit fange ich jetzt einmal an. Kennzeichen, Symbole oder Fahnen von Terrororganisationen einschließlich deren Teilorganisationen dürfen nicht gezeigt werden. Davon umfasst sind auch solche Kennzeichen, die eben zu verwechseln ähnlich sind. Dies gilt insbesondere für Kennzeichen, Symbole oder Fahnen folgender Organisationen: Hamas, Volksfront zur Befreiung Palästinas, palästinensischer islamischer Dschihad, Hisbollah, Samidu. In Kennzeichen, Symbolen oder Fahnen sowie Äußerungen der Parolen in Wort, Schrift oder Bild sind Inhalte verboten, die den aktuellen Angriff der Hamas auf Israel unterstützen oder billigen. Ebenso verboten sind Inhalte, die gegen die Bevölkerung Israels, gegen Menschen jüdischen Glaubens oder gegen sonstige nationale... Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Zur Rede komme, etwas vorlesen, was ich heute gerade vor ein paar Stunden bekommen habe. Der Mord an einem weiteren Star-Journalisten wollte zum ersten Mal seit 8 Tagen die Familie besuchen, in Gaza wohlgemerkt. Gestern sollte der berühmte TV-Reporter-Journalist Abdelkarim Oudou das Haus seiner Schwester im Flüchtlingslager Al-Nusayrat besuchen, wo die ganze Familie Zuflucht gesucht hat. Es war das erste Mal seit 8 Tagen, dass er seine Familie sehen konnte. Er hat es weniger als 10 Minuten mit seiner Familie geschafft, nachdem er ungefähr 1 Stunde vorher einen Termin mit der Schwester über ein schlechtes Telefon hatte, Verbindung, um ein paar Stunden vorbeizukommen. Wiedersehen. Bei einem offiziell vorsätzlichen Attentat, anders kann man das nicht nennen, und Mord wurde Abdelkarim um bis zu 21 Familienmitglieder in Stücke gerissen. Niemand hat überlebt. So wurde in den letzten 68 Tagen mindestens 84 Journalisten getötet bzw. von den Bomben erwischt. Der anhaltende Völkermord an den 2,2 Millionen im größten Freiluftgefängnis der Welt eingesperrt, wie ein früherer Außenminister der USA das mal genannt hat. Seit Wochen erleben wir in den Medien grauenvolle Nachrichten und Bilder aus Gaza, wie nicht nur diese. Immer wieder wurde gefordert, dass man die Taten Hamas vom 7. Oktober verurteilt. Das haben wir getan, schon vor Wochen. Aber es gibt ein Aber. Und dieses Aber stellt die Frage, warum konnte das alles passieren? Im politischen und medialen Mainstream der Deutschen wird versucht, mit dem Kontext die Geschichte des Krieges abzulenken. Aber man kann weder verschweigen, dass seit über 70 Jahren in der Westbank und in Jerusalem eine völkerrechtswidrige Besatzung mit immer mehr Siedlungsbau, Landbau, Plantagen, Hauszerstörung passiert sowie tausendfache Verhaftungen ohne ordnungsgemäße Gerichtsverfahren. Dass Siedler die einheimische Bevölkerung terrorisieren und in den letzten Jahren ebenfalls tausende Palästinenser getötet und verletzt wurden. Die zunehmende Gewalt militanter Siedler im Westjordanland, mittlerweile auch im deutschen Fernsehen zu sehen, zum Beispiel zeigt sich daran, dass bis zum 7. Oktober dieses Jahres bereits 400 Palästinenser in der Westbank getötet wurden, seit dem 7.10. dann schon wieder weitere 159, vor allem Jugendliche. Immer weiter werden Lebensmöglichkeiten der arabischen Bevölkerung dort eingeschränkt. Und von den sogenannten Zwei-Staaten-Lösungen bleibt aktuell nur eine Fata Morgana. Zur Beruhigung der internationalen Öffentlichkeit. Real entwickelt sich, wie Amnesty International und mehrere internationale israelische NGOs formulieren, ein Apartheid-Staat. Mittlerweile auch in deutschen Zeitungen zu lesen, wenn auch meistens in Parenthesen. Indem ein Großteil der Gesamtbevölkerung in einem weitgehend rechtlosen Status lebt. Wir fordern von der internationalen Völkergemeinschaft, helft, das Bombardement und das Töten zu beenden durch sofortigen, dauerhaften Waffenstillstand. Zweitens, ernsthafte Verhandlungen für einen gerechten Frieden, das Ende von Besetzung und Landraub in der Westbank. Die USA und Deutschland müssen ihre Unterstützung mit Rüstungsgütern sofort beenden.
Bis zum 15. Dezember sind über 19.000 Tote nach neuester Rechnung, davon 8.000 Kinder, 60.000 Verletzte, davon 290 Mediziner, 81 Journalisten und über 30 Zivilschutzmitarbeiter. Hunderte von Leichen liegen noch unter den Trümmern, 52.000 zerstörte Häuser, 253 teilweise zerstörte Wohnungen, 253.000 natürlich, 352 zerstörte Schulen und Kinderbetreuung, 22 zerstörte Hospitäler, 52 Gesundheitszentren sind außer Betrieb und mehr als 130 Mitarbeiter der UN sind unters Leben gekommen. So viel sagt die UN wie noch nie in einem Krieg. Wir verurteilen Gewalt und Tötung von Zivilisten durch alle beteiligten Seiten. Aber die einseitige Dämonisierung der Palästinenser ignoriert die Vorgeschichte des aktuellen Krieges vollständig. Die aktuelle militärische Auseinandersetzung wird nur ein Teil des nunmehr seit 75 Jahren andauernden Krieges in Palästina mit dem Ziel, die arabische Bevölkerung zu vertreiben. Dies belegen alle neueren internationalen, hochgeachteten israelischen Historiker Ilan Pappe und Richard Flamberg mit ihren Publikationen eindeutig. Wer diese Zusammenhänge nicht beachtet, wird keinen Beitrag zum Frieden leisten können. Ich höre es nicht. Freiheit für Palästina! Dort. Kleine Kinder sterben dort. Stopp die Besatzung, stopp den Mord. Kleine Kinder sterben dort. Augen auf, Augen auf. Unsere Kinder gehen drauf. Ressa, Ressa ist in Not. Hat kein Wasser und kein Brot. Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Gaza!